Hallo und herzlich willkommen auf Boxing Arts. Ich bin's wieder, euer Coach Ferhat, und mit dem heutigen Thema Golovkin gegen Canelo, der zweite Kampf. Viel Spaß dabei! Ja Leute, am Wochenende ist es endlich soweit. Der Mega-Fight zwischen Golovkin und Canelo findet statt, der zweite. Und der erste war ja schon so richtig, also spektakulär. Der haben wir alle mitgefiebert und so. Wir haben ja gesehen, es war ein Unentschieden. Es gibt viele Meinungsverschiedenheiten. Der eine sagt, Canelo hat gewonnen, der andere sagt, Golovkin hat gewonnen. Wiederum andere sagen, okay, das war unentschieden, das war gerecht. Jedenfalls, am Wochenende ist es jetzt endlich soweit. Ich bin echt gespannt. Und dazu wollte ich euch eine kleine Analyse machen zu Golovkin und zu Canelo. Los geht's. Was können wir zu Golovkin sagen? Er ist 36 Jahre alt und hat eine Größe von 1,79. Seine Kampfbilanz? 39 Kämpfe, wovon er 38 Mal gewinnen konnte, 34 davon konnte er durch K.O. gewinnen und nur ein Unentschieden. Profi ist er seit dem Jahre 2006 und er ist der derzeitige amtierende Weltmeister im Mittelgewicht in den Verbänden WBA, WBC und IBO. Er hat eine beeindruckende Amateurkarriere hinterlegt, und zwar hat er aus 350 Kämpfen 345 Mal gewonnen und nur 5 Niederlagen, und er wurde 2003 Weltmeister im Mittelgewicht und 2004 konnte er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gewinnen. Was können wir zu dem Kampfstil von Golovkin sagen? Wie wir wissen, ist Golovkin dafür bekannt, dass er ein wirklich sehr, sehr harter Puncher ist. Golovkins Spezialität sind zum Beispiel die gefürchteten Haken, die er auch über der Deckung bringt, also von oben nach unten, ne? Und außerdem ist er auch dafür bekannt, dass er immer wieder permanent Druck macht und sozusagen die Gegner von ihm dann regelrecht mental zermürbt. Und das ist ein sehr, sehr starkes Merkmal bei ihm. Das sieht man auch jedes Mal. Er schneidet perfekt immer den Weg des Gegners ab, stellt ihn sich und dann feuert er seine gefährlichen Haken ab. Und die sind wirklich immer bei allen gefürchtet. Und ja, das ist halt Golovkin, ne? Und man muss auch sagen, dass Golovkin sehr, sehr gute Nehmerqualitäten hat. Also es ist so, als ob er wirklich, wenn du ihn hart triffst, dann steckt er die einfach so weg und dann ja, kommt er auf dich zu und du bist dann sozusagen so unter Druck, dass du dann damit irgendwann nicht klarkommst. Und wenn er dann die Lücke sieht und dann die Gegner dann erwischt, dann ist Feierabend meistens. Ne? Außerdem ist er bekannt dafür, dass er den russischen und den mexikanischen Stil so ein bisschen vereint hat. Also zuerst hat er natürlich den russischen Stil gelernt und seit 2011 ist er dann in die USA gezogen und trainiert bei Abel Sanchez, und der hat ihm eher den mexikanischen Stil noch ein bisschen nahegelegt und hat auch so den, eigentlich erst dann den richtigen Killerinstinkt aus ihm rausgeholt. Und seitdem ist er so populär dafür, dass er als russischer Kämpfer den mexikanischen Stil auch beherrscht, was auch sehr, sehr gut ist. Ne? Und das macht er auch richtig top, der Golovkin. Nun zu Canelo. Was können wir zu Canelo sagen? Canelo ist 28 Jahre alt und hat eine Größe von 1,73. Seine Kampfbilanz? 52 Kämpfe, 49 Siege, davon konnte er 34 vorzeitig beenden, eine Niederlage und zwei Unentschieden. Seit dem Jahre 2005 ist er als Profikämpfer aktiv, und Quellenangaben zufolge soll er zwischen 20 bis 50 Amateurkämpfe bestritten haben. Seine größten Erfolge bei den Amateuren waren 2004 und 2005, also 2004 die Silbermedaille und 2005 die Goldmedaille bei den mexikanischen Juniorenmeisterschaften. Was können wir zu seinem Kampfstil sagen? Canelo ist sehr gut dafür bekannt, genau das richtige Timing zu haben. Also der Gegner, er ist ein sehr guter Konterboxer. Der Gegner schlägt, er weicht ihm aus und dann haut er ihm genau ein richtig schönes Ding rein. Und das ist seine Stärke, die Konter bei ihm auf jeden Fall. Und man kann auch immer gut erkennen, dass er auch sehr viele Kombinationen danach schlägt. Das ist auch einer seiner Stärken, viele Hände zu schlagen. Wenn er dann zum richtigen Zeitpunkt getroffen hat und den Gegner ausgekontert hat, dann setzt er richtig nach, teilweise mit 3er, 4er, manchmal mit 6, 7er Kombination. Außerdem auch eine weitere Stärke von ihm ist die Defensivfähigkeiten, die er hat. Ne? Also er hat gutes Head-Movement, er hat eine gute Oberkörperbeweglichkeit, wo er auch die Gegner oftmals in die Leere hauen lässt, was ihn auch wieder in eine Position bringt, wo er auch wieder richtig gut den Gegner kontern kann. Ne? Und wie wir eben gesagt haben, die Konterattacken bei ihm sind wirklich seine Stärken. Und ebenfalls, genau wie bei Golovkin, hat er auch richtig gute Nehmerqualitäten bewiesen, auch gegen Golovkin. Ne, da haben die wirklich ja letztes Jahr wirklich eine Schlacht gehabt. Der eine schlägt den, der andere schlägt den, und trotzdem sind sie beide standhaft geblieben. Sie sind beide trotzdem weitergeboxt, haben weitergeboxt und sind stehen geblieben, ne, und nicht umgefallen.
Was ist mein Fazit zu dem Ganzen? Ja, der kommende Kampf am Wochenende wird wirklich eine Schlacht werden. Beide werden sich nichts schenken, beide werden wieder richtig reingehen, ne, und keine Angst vor dem anderen scheuen oder sowas. Ich denke, Golovkin wird wieder richtig Druck machen, so wie immer. Ne, das ist einfach eine seiner Stärken. Er wird einfach den Kampf von der Ringmitte aus dominieren und Canelo wird sich wieder viel bewegen. Aber ich denke auch diesmal, dass Canelo auch mal, wenn er Golovkin trifft, dass er dann auch in der Ringmitte bleiben wird. Also, dass er dann auch versuchen wird, die Ringmitte zu beherrschen und dann wieder rausgehen wird. Ne, er wird einfach, Canelo wird einfach viel, viel mehr machen diesmal, denke ich mir. Also, er wird viel mehr schlagen, viel mehr Kombinationen. Auch gerade, wenn er Golovkin getroffen hat, mit einem Schwinger zum Beispiel, dann wird er nachsetzen, viel, viel mehr als letztes Mal, denke ich. Und Golovkin, er wird auch auf jeden Fall auch viel, viel mehr machen, weil er weiß jetzt, dass er mehr Druck machen muss, damit er wirklich klar und deutlich gewinnt, ne? Und nicht, dass es dann wieder zu einem Unentschieden kommt oder sowas. Meine Prognose ist allerdings, dass ich glaube, dass diesmal wirklich Golovkin gewinnen wird, weil Golovkin wird diesmal noch mehr Druck machen, als er schon sowieso macht. Und wenn er dann mehrere Hände noch bringen wird, dann glaube ich, dass er auf jeden Fall den Kampf machen wird. Aber ich vermute, er wird den Kampf nicht durch K.O. gewinnen, sondern er wird den Kampf nach Punkten gewinnen. So wie letztes Mal wird das über die 12 Runden gehen, denke ich. Aber das halt, da hat ja auch schon Golovkin viel gemacht, ne? Und auch gerade zum, so ab Mitte des Kampfes hatte ja Golovkin mehr gemacht als Canelo. Canelo kam dann nochmal zum Schluss so, in den Schlussrunden ein bisschen. Aber ich denke, diesmal wird Golovkin viel mehr machen und dadurch dann nach Punkten den Kampf gewinnen. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, schreibt eure Meinung mal dazu in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wer wird gewinnen eurer Meinung nach? Canelo oder Golovkin? Schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Ja Leute, wir sind auch wieder am Ende des Videos angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du die Schläge nehmen musst, wenn du sie mal kassieren musst, dann schau dir das Video hier oben an. Das wird dir sicherlich weiterhelfen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr über das Boxen und das Boxtraining verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin. Ciao.